24-Stunden-Rennen Dubai 2019. Auch wieder mit am Start dieses Jahr WWT Mücke Motorsport. Nachdem wir im letzten Jahr das Rennen mit einem starken 5. Platz beenden konnten, alle super happy waren, sind wir natürlich dieses Jahr mit hoch größeren Erwartungen hergekommen. Wieder am Steuer Markus Winkelhock, Ricardo Feller, Mike David Ortmann, Andreas Weishaupt und diesmal mit neu am Start Profi- und Langstreckenspezi Stefan Mücke. Ja, im Moment, wie gesagt, läuft hier das Qualifying für das Rennen morgen. Markus Winkelhock als alter Routinier am Steuer. Läuft jetzt, glaube ich, noch 20 Minuten und schauen wir mal, ob es noch weiter nach vorne geht. Wir waren eben kurzzeitig auf 1, aber ich glaube, es wird sich nach hinten raus noch mal ändern. Ich muss sagen, Qualifying war okay. Natürlich wäre ich gerne auf der Pole gestanden dieses Jahr, aber ich sag mal, das Auto war nicht schlecht. Ich sag mal, mit Platz 4 sind wir ganz gut aufgestellt. Zweite Reihe ist gut. Da haben wir, glaube ich, nicht so viel Risiko, in den Stadtcrash verwickelt zu werden. Und im Prinzip, es ist nicht so wichtig von der Startposition, aber wenn du schon mal in den ersten zwei Reihen bist, dann kannst du so mal den Fluss so mitgehen und das ist auf jeden Fall kein Nachteil. Die Atmosphäre hier ist unglaublich. Ich glaube, es gibt ganz wenige Teams, die so einen familiären Teamspirit haben wie der Peter in seinem Team. Und deswegen bin ich natürlich absolut happy, hier in dem Team zu fahren. Stunden unterwegs, haben uns eigentlich die ganze Zeit unter den Top 5 behaupten können. Alle Fahrer sind schon einmal gefahren, alle sind soweit ganz gut zufrieden. Es gibt natürlich kleine Probleme. Strecke ist mal ein bisschen sauberer, mal ein bisschen dreckiger, ist aber normal. Die Stops, mal waren sie günstig, mal waren sie eher etwas ungünstig, aber im Grunde genommen sind wir bis jetzt und hierhin eigentlich sehr zufrieden. Das Faszinierende an der Langstrecke und speziell bei einem 24-Stunden-Rennen ist einfach, dass das für ein Team eigentlich die Königsdisziplin ist, in jeglicher Hinsicht. Ob es die Mechaniker sind, die viel, viel enger zusammenrücken. Hier sind alle über, naja, bis zum Abbau 36 Stunden wirklich unter Höchstspannung. Und ja, ich denke mal, das macht's aus. Macht viel, viel mehr Spaß als ein Sprintrennen. Ja, und das ist toll und ich glaube, da sind auch alle ziemlich glücklich. Heute hat der Matthias Geburtstag. Wir haben da eine kleine Überraschung für ihn vorbereitet. Wohlgemerkt mit einem Auto, eine Überraschungstorte. Ja, wir hoffen, dass das alles klappt und dass er auch pünktlich um 12 Uhr in die Box reinkommt. Wir sind auf jeden Fall alle parat und freuen uns ganz arg drauf. Nicht mehr lange, dann haben wir Halbzeit. Wir sind momentan auf Platz 5. Das Auto läuft ohne Probleme, Pitstops waren alle gut, nur leider mit den Gelbphasen, mit den 60er-Phasen hat man ein bisschen Unglück gehabt, dass wir immer unter Rennbedingungen das machen müssen. Deswegen haben wir viel Zeit verloren. Aber ansonsten läuft das Auto super und wir probieren jetzt wieder ein bisschen Abstand nach vorne hin gut zu machen. Ja, also wir sind hier sehr, sehr gerne.
Für uns als ja, Familienteam kann man sagen, ist das ja, schon was Besonderes, so früh im Jahr schon die Saison zu starten. Wir haben als Mücke Motorsport-Team noch nicht ganz so viel Langstreckenerfahrung. Wir haben mal sehr, sehr gute Leute im Auto sitzen und von daher, wir lernen mit jeder Minute hinzu. Wir sind deutlich besser aufgestellt, als wir es im letzten Jahr waren. Und deswegen ist das hier auch ganz klar, dass wir aufs Podium fahren wollen. Just under 18 hours still to go and Mücke Motorsport third position. They're looking very, very strong indeed. They've been having a great battle at the front of the field. Morgenstunden hatten wir leider einen Kühlerschaden, der nicht reparabel war, sodass wir einen neuen einbauen mussten und damit auch wieder am Rennen teilnehmen konnten. Die letzten 6 Stunden sollte unser Ziel sein, nochmal mit allem anzugreifen, was geht und so weit wie möglich vorne zu stehen. Ich bin gerade auf 5 reingekommen, hatte einen wirklich mega guten Stint, habe wirklich alles gegeben. Jetzt sind wir gerade auf 6, gerade eben ging die Kupplung nicht. Jetzt sind glaube ich noch 50 Minuten, jetzt schauen wir noch, dass wir vielleicht noch einen nach vorne kommen. Aber ja, Rennen war natürlich wieder ein Durcheinander von vorne bis hinten. Und für mich machen 24 Stunden Rennen mega Spaß, dieses ganze Feeling über 24 Stunden oder sogar noch früher mit dem ganzen Team, wie man einfach ja, quasi einen Tag lang zittert. Ja, alle müssen alles geben. Die Jungs an den Computern, die Mechaniker, wir Fahrer müssen wirklich zu 100% alles geben und das ist ein ganz besonderes Gefühl, ja. Das Team ist extrem familiär, man arbeitet gut zusammen, Teamwork hat eigentlich immer gepasst und ja, ich kann nicht mehr als Danke sagen, was ich vorher am Funk schon gemacht habe, ich kann es wieder sagen und ich freue mich, wenn ich bald wieder bei Ihnen im Auto sitzen darf. In der Endkonsequenz, glaube ich, waren wir in diesem Jahr wirklich sehr gut aufgestellt, von der Fahrerperformance auch eigentlich vom Auto. Wir haben zwar nicht das ideale Setup finden können, somit war das Fahren für die Fahrer sehr, sehr anstrengend. Aber die Chance aufs Podium zu fahren war durchaus da, aber hätte wenn und alles gibt's nicht. Kühler ging kaputt und damit 20 Minuten eingefangen an Reparaturzeit. Und gut, die kann man leicht jetzt wieder dazu zählen. Dann weiß man, wo man in etwa gestanden hätte, aber zählt beim Rennen nicht. Wir sind 6. geworden, das ist auch nicht schlecht für 24 Stunden, muss man erstmal überleben, aber es war nicht das Ziel. Solche Geschichten müssen finanziert werden, die können nicht nur die Fahrer alleine tragen. Von daher sind wir umso dankbarer, wenn unsere Sponsoren auch für solche Sachen mit dabei sind und die ganze Geschichte stützen. Aber man muss auch den Mechanikern, den Ingenieuren, die dabei waren, wirklich Danke sagen. Die sind alle platt jetzt. Aber morgen früh stehen wir offen, denn jetzt weiter.